Da sind wir wieder bei Let's Play Alex. Es ist ein neuer Tag und ja, ich habe ja gestern Abend Folgen hochgeladen. Die erste, die allererste, jetzt sind wir am zweiten Aufnahmetag. Ja, toll gelaufen. Nichts hat geklappt. YouTube hat mir zweimal die Aufnahme um die Ohren gehauen und gesagt, hier, so nicht, mach mal neu, lad mal eine neue Folge hoch, beziehungsweise lad mal neu hoch, so rum. Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, ich vermute, dass es die erste Folge zu lang war. Ich habe die jetzt mal geteilt und wir gucken dann weiter. Aber jetzt muss ich ein bisschen darauf achten, dass die Folgen nicht allzu lang werden. Ich will mal versuchen, zwischen 20 und 30 Minuten zu bleiben. Da muss ich immer mal auf die Uhr gucken. Aber genug dazu. Kommen wir zurück zum Spiel. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir jetzt die ganze Stadt gestern angesehen. Und jetzt gucken wir uns dann nochmal die Waffe von diese Alex-Waffe an. Und lassen uns verschiffen nach zu dem Captain Whitebeard. Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Okay, das könnte doch interessant sein. Sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Oh Mann. Aber er wollte mir die abkaufen, ne? Mhm. Arschnase. So. Das war doch hier hinten. Dieses Haus? Ja, ich meine, es war dieses Haus. Ich habe versprochen, dass wir die noch nehmen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt lassen wir uns nochmal von dem Typen überraschen. Ich gucke mal, er steht hier draußen vor dem Fenster, man sieht es. Und wenn ich die Waffe nehme, steht er sofort direkt hinter mir beim Ben. Und los. Du wagst es hier zu stehlen? Teleport! Genug! Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Ich wusste nicht, dass es verboten war. So? Ich wusste es nicht! Wurdest du noch nicht unterwiesen? Nein. Doch, mittlerweile wurde ich's. Trotz alledem wirst du dich der Strafe nicht entziehen können. Es ist an Angrim, über dich zu richten. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er Milde walten lässt. Ja, okay. Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Nein, Captain Whitebeard. Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Ja, Captain Whitebeard. Wer bist du überhaupt? Ich bin Angrim. Hüter unseres Gesetzes und Warlord des Eisenclans. Und das Gesetz untersagt es, sich an fremder Technik zu bereichern. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast doch irgendwie, keine Ahnung, was du bei dir verkehrt ist. Du hast doch gekokst oder so. Dieser Dart. Also... Solltest du dir da freiwillig irgendwie Farbe reinschmieren, rate ich dir dazu, es zu lassen. Es sieht echt grauenvoll aus. Einfach nur verstörend. Ich wusste nicht, dass es verboten ist. Kennst du das Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht? Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben. Nee, das ist verboten, das darf ich nicht. Und dort nach Roga Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jora, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Aha, schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Vielleicht haben wir noch was zum Sprechen? Ja, sicherlich einiges. Ja. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten,
welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Dann sag doch mal, was haben wir denn für Gesetz? Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Sinda schickt mich... Wer ist Sinda? Verdammt, alles schon wieder vergessen. Wo genau soll ich nach Roga suchen? Südwestlich von hier findest du das verbotene Tal. Dort wirst du früher oder später auch auf ein paar Hütten stoßen. Sieh dich im näheren Umland um. Ich hoffe, du wirst fündig. Klaro. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Tja, und das ist weshalb ein Problem? Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Ja, das... Dazu möchte ich mich nicht äußern. Vielleicht werden wir ja selbst noch Kleriker. Bevor ich hier irgendeinen Fraktionszugehörigkeitsquests-Gedöns mache, würde ich mir doch gern die anderen Fraktionen angucken, damit ich mich hier wirklich entscheiden kann. Oh, ist ja gut. Alter, nicht gleich so aggressiv hier. Mann. So. Diesmal komme ich hier raus und weiß, wo ich bin. Das ist doch gleich viel schöner. So, ja, ich schussel. Hab gesagt, ihr gucken uns die Lass Quest deine vorher. Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Ich guck mir die Quest vorher an, habe ich gesagt. Habe ich nicht gemacht. Tja. Das möchte ich nicht machen. Angrim möchte, dass ich im verbotenen Tal nach Roga Ausschau halte. Ja, gleich. Jetzt nicht. Vielleicht kann ich noch irgendwas in der Stadt erledigen. Elix für den Mana-Schrein.
Ja, das klingt gut. Das machen wir. Auf der Karte markieren ist Y. Dann gucken wir auf die Karte. Mit Kaldrim reden. Kaldrim ist der, wenn mich nicht alles täuscht, der Typ mit dem... Hier, der oberste Mana-Priester, hätte ich fast gesagt. Fliegen ist nicht so effektiv, wenn es schnell gehen soll, habe ich das Gefühl. Bist du Kaldrim? Nö. Bist du Kaldrim? Ja. Ich habe Krahls Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Okay. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Alles klar. Aus dem Haupttor raus und dann... Er hat aus dem Tor gesagt, ne? Wir haben ungefähr 10 Tore. Bisher... Ich dachte, ich hüpfe hier chillig einfach runter, aber dann lande ich ja irgendwo am Arsch der Heide. Okay. Geronimo, ich drehe nochmal um und versuche wieder irgendwo zu landen, wo ich... Oh, fuck. Ha! Ich habe noch nicht mal Schaden bekommen. Aber ich glaube, ich darf nicht aufhören zu laufen. Geil! Ich weiß, wie es läuft. Ich wollte ja sowieso bloß nachgucken, ob eine Höhle unterm Wasserfall ist. Hier nicht. Und hier auch nicht. Aber man kann hier nach und nach hochklettern, so wie es aussieht. Keine Höhle im Wasserfall. Schwimmst du mal los jetzt? Ja. Oh. Die Tiefe von dem Fluss ist auch irgendwie blöd. Da ist bloß der andere Wasserfall. Ja, komm, der Vollständigkeit halber gucken wir da auch nochmal schnell unter den... in den Wasserfall, ob da eine Höhle ist. Ja, hier ist eine Höhle, aber nicht so eine, wie ich gedacht habe. Aber cool ist es. Okay, ich habe verstanden. Hier habe ich auch nichts. Könnte ich aber dann schon wieder hoch. Oh, oder wir nehmen einfach den Weg hier. Ja, oder eben nicht. Zack, da sind wir am Eingang, genauso wie ich es geplant hatte. Einen Moment. Oh. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage.
Tja, und was soll ich dir denn bringen, hä? Was soll Schnaps, ich dir damit du hier richtig Na, chillen was kannst, wohl? Oder was? Ja. Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Also, weißt du, das ist schon wieder so ein Ding. Erzählt einen davon, dass die Wache so der harte Job ist und will dann sich dabei besaufen. Kann ich das... Na gut, komm. Eigentlich kann ich das nicht unterstützen. Wenn ich das richtig sehe, ist Alkohol im Dienst verboten, aber wir machen mal eine Ausnahme. Wenn ich... Da ist die Taverne. Ich habe mich glatt einmal kurz verlaufen. Habe ich eigentlich Bier im Inventar? Brauchen wir es oder... Ich will eigentlich... Müsste ja hier sein. Wein. Brause, Schnaps. Manchmal Bier kommt es knüppeldick. Wieso habe ich kein Bier? Selbst dran schuld. Ne? Bis nachher. Großer Elixier, zwei große Elixierbeutel. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Achso, Bier. Kostet 10. Wollen wir mal gucken, wie viel wir... Nee, einer reicht. Ist das dein Ernst? Kann ich hier nicht vielleicht was eingeben? Nee. Eintippen? Nein. Ich muss das jetzt alles einzeln runterklicken? Kann ich nicht einen kaufen? Nein. Was ist das denn bescheuertes? Ich will doch nicht 61 Bier kaufen. So kann ich. Ha! Mit der Pfeiltaste geht das schneller. Okay. Möchte ich den Handel abschließen? Ja. So, ich muss dann los. So, und wenn der mir nicht wenigstens meine 10 Elixid wiedergibt, dann, oder wenigstens genug Erfahrung. Ich meine, Bier braucht man immer. Das braucht man für so viel Quests. Aber sicherheitshalber einmal speichern, damit ich ihm gegebenenfalls aufs Maul hauen kann. Hier, dein Bier. Ah, endlich. 100 Erfahrung, ist okay. Ich komme um vor Durst. Für 10 Elixid. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst. Und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Ich... Hau dir auf die Nase. Du zahlst oder trägst die Konsequenzen. So? Dann lass mal sehen, was du kannst. Au! Du Arsch! Ich wollte aus Reichweite bleiben, aber ich war schon wieder so fixiert. Nochmal. Genau denselben Ablauf nochmal. Ich muss das mit dem Kämpfen nochmal üben. Hier ist dein Bier, bla 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 bla. Moment. Bla bla. Du hast. Konsequenzen. Wieso hat er mich noch getroffen? Du Hund. Da habe ich gerade einen Moment nicht aufgepasst, weil ich wissen wollte, wie die schwere Attacke immer noch funktioniert. Das war mit E. Letzter Versuch. Ansonsten kriegt er sein Bier halt dann irgendwann erst später. Hier, dein Bier. Hilf hier. Moment, was ist... Das war ein... Du hast doch... Dann sie... Du... Alter. Ich
Ich mach dem Typen einfach mal gar keinen Schaden. Irgendwie das mit dem Kombo oder ist immer irgendwie hier? Was ist denn das hier? Bam! Weiter! Okay. Aus irgendeinem Grund mache ich den nur mit dem Combo-Angriff. Schaden. Weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, dieses Kampfsystem ist irgendwie seltsam. Muss ich nochmal gucken, wie ich das, was ich da falsch mache. So, kriegt er kein Bier, sondern ich erzähle ihm, dass sein Kumpel tot ist. Als Strafe quasi. Ha! Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe.